Seit 1972 begehen Frauen im Erzbistum Bamberg den Gedenktag der Bistumspatronin Kaiserin Kunigunde mit einem großen Frauenfest. 2020 erstmals in Kooperation mit dem evangelischen Dekanat Bamberg. Aus allen Teilen des Erzbistums und des evangelischen Dekanates pilgern die Teilnehmenden auf Dom und Stephansberg in Bamberg, um miteinander Gottesdienst zu feiern, aktuelle Themen zu diskutieren, sich auszutauschen und Ermutigung für das Leben als Christin heute zu erfahren. Die anhaltende Corona-Krise stellt das ökumenische Team Kunigunde vor die Herausforderung, den Kunigundentag 2021 unter Pandemiebedingungen zu gestalten. Am 27. Februar werden wir hier im Dom zu Bamberg einen Festgottesdienst miteinander feiern können, aber natürlich nur unter den gegebenen Hygienemaßnahmen und deswegen werden nicht alle Frauen, die es möchten, teilnehmen können. Aber wir laden alle interessierten Frauen ein, daheim bei sich vor Ort diesen Tag zu begehen und möchten gerne, dass es ökumenisch gefeiert wird. Inhaltlicher Schwerpunkt des Kunigundentages ist diesmal die Speisung der 5000 im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums. Als er ausstieg, sah Jesus eine große Menschenmenge. Und das ging ihm nahe, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten und keine Hirtin haben. Da begann er, sie vieles zu lehren. Als es schon spät war, traten seine Jüngerinnen und Jünger zu ihm und sagten: »Die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schicke sie fort, damit sie zu den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen.« Aber Jesus antwortete ihnen: »Gebt ihr ihnen zu essen?« Da sagten sie zu ihm: »Sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben?« Da antwortete er ihnen: »Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach.« Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie: »5 Brote und 2 Fische haben wir.« Da befahl er ihnen, alle sollten sich niederlegen in Tischgemeinschaften mitten auf der grünen Wiese. Sie lagerten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, schaute zum Himmel empor, sprach den Brotsegen, brach die Brote auseinander und gab sie seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit sie austeilen sollten. Die 2 Fische teilte er unter ihnen allen auf. Alle aßen und wurden satt. Es blieb sogar noch etwas übrig. 12 Körbe voller Brotstücke und einiges von den Fischen. Dabei betrug die Anzahl der Essenden 5000 Leute. Wir waren wie Schafe, die keine Hirten, keine Hirtin hatten. Da fühle ich mich auch dabei betroffen. Ich spüre das, dass wir in der momentanen Situation auch so hilflos und verlassen sind, dass wir viele Menschen ängstlich sind, dass sie sich nicht mehr vor die Tür trauen, dass sie haltlos geworden sind. Ich spüre das. Und ich habe auch bei mir das Gefühl, dass in mir diese Besorgnis, diese Angst wächst, immer größer wird. Ich finde es ja so schade, dass wir nicht erfahren oder erfahren können, was Jesus tatsächlich gesagt hat zu seiner Zeit. Obwohl die Schrifttexte jetzt im Neuen Testament, die sagen uns ja, wie barmherzig er eigentlich war und dass er so auf die Menschen zugegangen ist. Und dass er sie seelisch auch angesprochen hat und ihnen Hoffnung gegeben hat. Und es ist auch für uns, denke ich, wichtig, dass zum richtigen Zeitpunkt ein aufmunterndes Wort kommt. So wie Jesus das auch gemacht hat zu seiner Zeit. Jesus sieht die Verlorenheit der Menschen und sie macht ihn betroffen. Er will dagegen etwas tun. Geht hin und seht nach, sagt er den Jüngerinnen und Jüngern. Und er wendet sich damit gegen ihre Verzagtheit, ihre Ideenlosigkeit, gegen das, was kann ich da schon tun? Und das sagt er uns auch heute. Geht hin und seht nach, das heißt mit dem Herzen sehen. Und wer mit dem Herzen sieht, der wird oder die wird etwas finden, was sie tun kann, trotz beschränkter Fähigkeiten, Ressourcen. Etwas für ihre Nachbarin, vielleicht für die ganze Welt. Also was mich an dieser Textstelle fasziniert, ist die Speisung der 5000 und dass
Jesus sofort wusste, was er zu tun hatte. Er sagte seinen Jüngern, geht hin und seht nach. Seht nach, was sie brauchen, was sie zum Leben brauchen. Und uns fordert er auf, tut das Gleiche. Seht nach, was die Menschen brauchen und handelt danach. In der Bibelstelle bei der Speisung der 5000 sehen wir es genau. Alle gaben und alle wurden satt. Und das ist doch ein Wunder. Und ganz praktisch eine Gebrauchsanweisung für christliches Leben. Hingehen, hinschauen, sehen, was Not tut, was notwendig ist, den Hunger der Menschen stillen auf ein gutes Leben. Das ist eine Herzensangelegenheit und eine ganz schöne Herausforderung. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Geht hin und seht nach. Vor allem, wenn man so davor steht. Ich glaube, man muss einfach anfangen. Und dann hoffen, dass Gott bei einem ist. Und ich glaube schon, dass auf diese Art Wunder Wirklichkeit werden und das Antlitz der Welt verändern können. Und wie kommt Kunigunde hier ins Spiel? Dass sie die Speisung der 5000, wie wir, als Gebrauchsanweisung verstanden hat, ist wohl eher unwahrscheinlich. Über die historische Person der Kunigunde wissen wir eigentlich relativ wenig. Was aus unserer Perspektive wahrscheinlich das Beeindruckendste ist, ist, dass sie selbstständig Herrschaftsgewalt ausübte. Und das beschränkt sich nicht auf die Rolle einer Bittstellerin, Mäzenin, Ratgeberin oder Stifterin, sondern das bedeutete tatsächlich handfeste Regierungsgeschäfte in Abwesenheit ihres Mannes Kaiser Heinrich. Nach allem, was uns über Kunigunde bekannt ist, können wir sie als Frau sehen, die mit viel Gottvertrauen, Tatkraft und Konsequenz ihre Lebensaufgaben angepackt hat und vor allem mit ganz viel Herz für ihre Mitmenschen. Für uns heute eben deswegen immer noch eine Inspiration gelebten Christinseins, gelebter Mitmenschlichkeit, also ganz im Sinne unserer Gebrauchsanweisung. Inspiration finden wir nicht nur bei historischen Vorbildern wie Kunigunde, sondern auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Also ich denke eben, dass der Klimawandel und Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema ist, auf das es eben besonders auch in der Zukunft noch deutlich mehr ankommt. Ich bin bei Fridays for Future Bamberg. Dort arbeite ich im Orga-Team mit und wir organisieren eben die Fridays for Future-Demos und auch andere Organisationen, soweit das eben möglich ist. Ich will eben, dass auch meine Kinder mal und meine Enkel eine lebenswerte Zukunft haben und dafür muss ich eben jetzt etwas ändern und deswegen engagiere ich mich bei Fridays for Future, damit wir eben die Politik dazu bewirken können, dass sie etwas ändert, damit das eben möglich ist. Mich ärgert am meisten, dass die Politiker immer sehr viel sagen und ihnen sagen, dass ihnen Klimaschutz sehr wichtig ist und immer gut auf uns einreden. Ja, es ist gut, dass ihr auf die Straße geht teilweise und es ist gut, dass ihr was macht, aber dass sie selber nicht wirklich etwas richtig Effizientes tun, sondern immer nur so in kleinen Schritten denken und nicht in großen und nicht das tun, was wirklich nötig wäre. Und für mich ist Heimatbegriff immer da, wo man herkommt. Ich glaube, dass das bei den Frauen auch so ist, weil sie 100% ihre Länder vermissen. Aber wir können ihnen vielleicht helfen, ein neues Zuhause zu schaffen. Für sich und ihre Familien, ihre Kinder. Indem wir halt einfach sie kennenlernen, ihre Kulturen kennenlernen, uns mit ihnen unterhalten, Hilfestellungen geben. Aber auch einfach, dass man sich auf der Straße trifft. Wir haben hier einen Frauentreff. Das war 2016, als die Flüchtlingsfamilien zu uns nach Frenzdorf kamen. Da hat sich das aus dem Helferkreis, der damals entstanden ist, hat sich das so entwickelt. Und letztendlich sind für uns, also wir sind eine Gruppe von mehreren Frauen hier aus dem Ort, also für die stehe ich ja jetzt auch hier, hat sich das so entwickelt, dass die Frauen sich weiterhin mit uns treffen wollten und wir uns auch mit denen treffen wollten, um uns kennenzulernen. Zum Essen und Trinken und Erzählen, Austausch und Musik zu hören. Und ja, es ist eine nette Runde und die kommen sehr gerne und wir kommen auch sehr gerne. Und außerdem sind es Frauen wie wir. Also da gibt es ja genügend Themen und die haben ja alle gleich auf der Welt. Das Josefslädchen, das ist ein Lädchen. Da können Bedürftige kommen
und einkaufen, günstig einkaufen. Wenn ich denke, zum Beispiel der Sahne, ein Zähnele oder ein bisschen Wurst, 30 Cent, je nachdem halt, was da ist. Und irgendwas wollte ich machen, aber ich war ja vorher schon in der Kleiderkammer. Und dadurch bin ich dann ins Lädle gekommen, wie das aufgemacht worden ist. Und das war einfach super für mich. Ich kann doch nicht daheim Däumchen drehen und warten, bis ich weiß Gott was. Und deshalb habe ich das gemacht. Wir ersehnen uns, dass uns diese Würde, die uns zugesprochen worden ist, Prophetin, Priesterin, Königin zu sein, auch tatsächlich erfahren. Auge in Auge, auf gleicher Ebene. Und ich mache gerne Aktionen mit, die einfach ein bisschen was ins Rollen bringen, die Bewegung in unbewegte Räume bringen. Ich bin als Referentin in der Erwachsenenbildung tätig, im Bereich Frauen. Dass ich immer wieder erlebe, was Frauen für ein Sehnen, für ein tiefes Sehnen in sich tragen nach spiritueller Angebundenheit, nach ja, Reliquio im eigentlichen Sinn des Wortes. Rückbindung an einen Gott, in dem ich mich wiederfinde, in dem ich mich spiegeln kann. Diese tiefe Sehnsucht im Alltag zu leben, getragen zu sein, sich wiederzufinden in einer, ja, in einer Gemeinde. In einer Gemeinde, ja, in der alle den gleichen Platz einnehmen. Man kann nur gemeinsam etwas schaffen. Und nur wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten zusammenarbeiten, kann man wirklich was bewirken. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, sich zusammenzutun mit Frauen, die eine gleiche Ausrichtung oder eine ähnliche Ausrichtung haben. Gemeinsam irgendwo nach Wegen finden, die einfach vielleicht neu sind. Gut finde ich immer, wenn man jemanden kennt, der sich schon engagiert, weil da kann man immer mitgehen. Oder wenn man halt jetzt nicht direkt im persönlichen Kontakt jemanden hat, dass man halt sich umschaut, welche Organisationen halt irgendwas machen. Ich meine, die laden auch immer ein. Vier Frauen, die mit offenen Augen und Herzen durch die Welt gehen, die das Naheliegende tun, das tun, was in ihren Kräften steht. Diese vier stehen für viele andere, die Tag für Tag solch kleine Wunder vollbringen. Wir sind überzeugt, dass es da draußen viele dieser Wundergeschichten gibt. Schicken Sie uns Ihre Geschichte. Erzählen Sie uns von Ihrem Engagement. Wir glauben, dass unsere Welt mehr solcher Geschichten braucht. Als Gegengewicht und Hoffnungszeichen in diesen Zeiten.